Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Crusader Kings 2 Holy Fury Tale 79. Wir sind gerade der sehr kämpferische Emperor Junek der Fünfte. Meine ich hatte jetzt auch mal was erobert, aber der große heilige Krieg, der für das Königreich von Schweden ausgerufen wurde, ja, da habe ich mich ein bisschen beteiligt, dass ich hier mal die verbündeten französischen Truppen angegriffen habe, aber gewonnen hat ein Herzog aus dem Wolga-Ural-Reich und deswegen gehört es jetzt zu Wolga-Ural. Bin mal gespannt, ob der jetzt so mächtig ist, dass das instabil wird. Ja, während ich darauf warte, sehe ich mal zu hier. Da unten ist ein Sunni-Aufstand. Ach Gott, bis ich da bin, ist der vielleicht schon weg, aber gucken wir mal. Gehen wir mal in die Richtung. Und da kommt ein Verlöbnisvorschlag. König von Wolgobulgarien möchte meine Bastard-Halbschwester mit seinem Prinz verraten. Ja. Ah, 12-jähriger Bastard braucht hier nicht keiner. Vielleicht wird er mal ein Kanzler. Ich könnte ja noch einen Titel usurpieren. Das ist ein Herzogtum, ich glaube Herzogtumtitel hatte ich da nicht schon mal zu viel? Ja, ich habe jetzt noch einen zu viel. Ich glaube, ich gebe Jukra mal ab. Der ist aus der Dynastie, oh, der führt eine Revolte an, aber mir egal. Nicht gegen mich, sondern gegen das, gegen König von Perm. Achso, er führt gerade einen temporären Titel, deswegen. Deswegen darf er nicht. Wirst du mir geben. Hätte er mal keine Rebellion angeführt, der andere. Rashida Suleiman, die Frau des Königs von König Ludolf von Schlesien, hat einige Tage in Wladimir verbracht. Es war eine nette Erfahrung. Wir sind doch nicht zufrieden. Wollen wir nicht angriffsvoll mit König Ludolf schließen? Das wäre dem, glaube ich, sehr recht. Nein, das möchte ich nicht. Vielleicht wollen wir ihn angreifen. Ja, das war der Krieg. Aufstand, whatever. Den opfern wir natürlich, den Anführer. Was haben wir noch hier? Meine Tochter, die hässliche Tochter, 6 Jahre alt geworden. Oh, die ist voll. Die ist voll sehr, sehr belesen. Und vielleicht wird sie Priesterin. Und dann wird noch eine Bastardtochter, die 12 geworden ist. Ah, Intrige. Das ist auch ein Stück Schlesien, was wir, glaube ich, gerne in unserem Reich einverleiben würden. Das König Junek der Inquisitor hat Wladimir schon Heiligen Krieg gegen Jämtland gegen König Sölvi das Schwert von Gabieren dem König von Schweden erklärt. Ach, hat da ein Stück Schweden. Ach so, ja, hier gibt es noch Gebiete von Schweden, ja. Eigentlich wollte ich hier gerade gucken. Sarit-Sultanat ist sehr groß, weil sie hier auch große Teile von Spanien haben. Wie stabil ist denn das? Keine Dekadenz. Okay, der ist recht mächtig gerade. Natürlich auch mächtig in Indien, dieses Großreich. Gucken wir mal. Eieiei. Zwischen den ganzen Osten haben sie jetzt auch. Ist aber neu, oder?
Oh Gott, der hat 144.000 Mann. Dass da einiges zwischen unseren Reichen. Also. Nähern sich. Meine Bastardtochter. Ja. Die kann gut mit Worten umgehen. Jetzt habe ich sie auf Intrige gesetzt. Könnten dafür sorgen, dass sie grausam wird, wenn wir es aus ihr rausprügeln, ihre Geschwätzigkeit. Ja, das machen wir. Ah ja, die Armee ist vollständig, dann können wir sie auch mal wieder weiter ausbauen. Ja, ich will mehr Pikeniere. Gesehen, das ist ja immer noch schwierig. Wenn mal Reiter angreifen. Ups, das reicht. Dreimal gedrückt. Oh, der habende, der Libationer des Protector Generals, also aus China gibt's Nachricht. Achso, sie sind ein Abgesandten. Ich weiß nicht, was ein Libationer ist. Er ist natürlich immer willkommen. Yu heißt er. Der König von Volga, Bulgarien. Achso, da wird die Ehe jetzt verzogen. Was? Khan Bektar von Uson, der plündert in unserem Gebiet mit 500 Mann hat er nur. Wo ist denn die Plünderung? Ach, da im Süden. Vielleicht kümmert sich da mal jemand drum, ohne dass ich was machen muss. Kriegt sich auf unsere Hauptstadt zu, der Wahnsinnige. Ah, und... Was sagt der Libationer Yu? Alles ging glatt. Er ist mit neuen Schriftrollen der Philosophie für seinen Herrn gegangen, zwar Grace. Also das ist ja wohl hier unglaublich dreist, hier diese Mini-Horde auch noch. Unter einem vierjährigen Khan. Der war mein sechsjähriger Sohn. Das war ich der Älteste, der ist 11. Ja, er wird ein Kämpfertyp, der soll ein bisschen kämpfen. Es nicht zu leicht haben. Gut, haben wir euch noch Gefangene? Oh ja, da gibt es noch Geld zu holen. Ja, ich glaube, ich usurpiere jetzt doch hier dieses Petty Kingdom. Ist das hier noch ein unabhängiges Irland? Brythoniate. Ja, Wales, nicht Irland. Wales ist unabhängig. Unter der Sikri-Heresie, das müssen wir uns mal auf der Regionskarte ansehen. Oh, das ist ein Flickenteppich. Ist ja nicht so, dass die germanischen Iren hier alles zu ihrem Glauben bekehrt hätten. Ugh. Ja. Hier sind doch katarische Christen in Südirland. Fraticelli-Christen, was? Die Bevölkerung in Irland ist sogar größtenteils christlich. Lolladisch, Fraticelli, katarisch. Ein bisschen germanisch. Hier sind auch noch Katholiken. Ganz was Exotisches. Was das noch gibt. Da im Norden von Schottland sind waldensische Christen. Ach, das ist die Hauptstadt der Königin von Norwegen. Die ist aber germanisch. Ja, die Bevölkerung konvertieren war wohl nicht so erfolgreich in einigen Gebieten. Was sind das hier für Raider? Das möchte ich nicht sehen auf meinem Gebiet.
Sind zu wenig da zu plündern, aber trotzdem. Ah, wir können hier Bogen verbessern. Ah, Suleiman der Errötende, oder? Ja. Der braucht Führung. Ich versuche ihm zu helfen. Er will nicht, okay. Will ich ihn zum Rivalen machen? Ne, das ist ja lächerlich. Das ist niemand. Was hat nur aus dem Beduine ist in unser Reich geschafft? Zu wem gehört er denn? Zu einer Söldnertruppe von Dietwin, von der Mari-Bande. Der ist katarischer Christ. Okay. Das ist halt. Lass ihn mal in Ruhe. Oh, die Plünderer sind weg. Wir können umdrehen. Oh, wollen König von Novgorod davon abhalten, in Factions beizutreten? Er mag uns aber sehr gern. Na, wir haben auch keine Probleme, dann wollen wir ihn nicht belästigen. König Sammato, der Brutale von Nenezia, schlägt vor. Also, er möchte einem von meinem Hof jemand heiraten, ja. Ich meine, was für Konkubine habe ich eigentlich nur eine? Gibt es da neue Kandidaten mit tollen Eigenschaften? Nö, ist ein ungepflegt, ist toll. Naja, die besten sind Priesterinnen. Tja, das habe ich davon, dass ich Frauen erlaubt habe, auch Ämter zu tragen. Und die schon 37 und quick und aus der eigenen Dynastie. Nee, das ist mir zu. Da fehlt ein bisschen die Blutauffrischung. Was? Der König von Irland. Häuptling Boson von Kaya plündert. Nee, der Prinz von Irland hier. Das ist der aktuelle König von Irland, König Skule. Er verteidigt sich gerade gegen einen Angriff. Oh, was ist das hier für ein Reich? Brythoniite. Ah ja. Ist das sogar ein Kaisertitel? Ja, er ist nur König. Häuptling Viria hat sich König Schunek von Wladimirs Rat reingekriegt als neuer Kanzler mit Diplomatie 8. Hö. Der Bastardsohn spielt im Dreck, kümmert sich nicht um seine. Ja, wir wollen doch lieber Mut beibringen, weil ungepflegt bringt ja gar nichts. Da greifen wir ein. Tochter ist 12. So, mehr Intrige oder mehr Kämpfen? Unser Sohn und Erbe. Ja, wir wollen auch einen Kämpfer, auch wenn er gerade bei Intrige ein bisschen mehr, aber.
Ah, zwei Könige haben ein Bündnis geschlossen. Frage ist, wollen wir vielleicht noch was erobern? Oh, Polen ist böse zerfallen. Ah ne, das ist ein großer Aufstand. Polnische Revolte läuft gerade. Ah, die Götter haben mich mit Stärke und tödlicher Zielsicherheit gesegnet. Und Frankreich wächst. Ich hatte überlegt, hier Frankreich mal zu vertreiben. Meine Bastardtochter wird bescheiden. Aber nicht zufrieden. Ja, bescheiden ist gut, aber... Zufrieden, ne? Ich weiß nicht, sollte man das Mongolische Reich zurechtstutzen? Das wäre vielleicht noch was. Zumindest hier. Was ist da denn gerade? Da läuft gerade sibirische Revolte. Ist aber intern. Das Blödeste, ja, wir wollen jetzt zumindest den Durchgang hier haben. Strategisch wichtige Stelle. Ja. Mansia. Es gibt da immerhin eine vernünftige Burg. Und das ganze Königreich aber versuchen zu nehmen. Für diese Dame aus unserer Dynastie, unsere Blutlinie sogar. Oh, mit Spionagemeister muss ersetzt werden. Ja, ich denke, es wird. Ja. Wird Zeit, mal was zu erobern. Mal gucken, wo kann ich noch Technologie studieren? Ist das Bagdad? Zumindest in der Nähe. Das Supply Limit hier 16,5 mitten im Juni. Irr, das war hier immer. Ach, das hier ist mein eigenes Gebiet, Kolva. Das ist auch aus meiner Dynastie. Ist er denn unter mir? Unter Rusenia. Ah, dann wäre er ein eigener König. Das ist auch von der Blutlinie. Okay. Nehmen wir ihn.
Oh, ich muss sagen, meinen Sohn von den Söhnen von Uko aufnehmen. Ja, okay. Das wird ja eh der Kämpfer. Okay, geht noch nicht anscheinend. Und meine Bastatoro da war 16 Intrige. Nicht schlecht. Ah, können die noch großzügig geben. Oder geschwätzig. Nehmen wir großzügig. Und dann noch einen ordentlichen Batzen Diplomatie. Priesterin Adpela von in Köping hat meine hat hier diese Shochinawa ermorden lassen. Okay. Ich muss die Armee splitten. Ups, da kommt doch ein bisschen mehr. Also gehen wir in vollen Kriegsmodus. König Torbjörn von Schweden hat ein Friedensangebot akzeptiert. Ah, da haben sie uns übel erwischt. Zwei Schlachten, wo wir zahlenmäßig völlig unterlegen sind. Die haben wir verloren, aber die geht eigentlich noch. Oh, die gewinnen wir sogar. Ah, Mist, jetzt haben die Verstärkung gekriegt. Ah, ohne die Verstärkung hätten wir es sogar gewonnen. Also sind wir technisch wahrscheinlich weit überlegen. Ja, die Verstärkung kommt nicht mehr rechtzeitig. Ein Yaksha könnte Hilfe gebrauchen. Er ist mein Erbe. Ja, ich werde gestresst, er wird mutig. Das mache ich für ihn mal. Für den Haupterben. Oh, ich habe noch einen genialen Sohn, 6 Jahre. Oh, was bringen wir ihm bei? Super Diplomatie, Bescheidenheit. Nicht, dass er den Haupterben um die Ecke bringt. Hofkaplan. Irrt, da haben wir nur eine 13. Ja, die Mongolen sind sofort hier in voller Stärke an der Grenze. Damit hatte ich nicht gerechnet. Meine Tochter ist krank. Arzt. Und jetzt auch noch mein Hund gestorben. Ja, man unterschätzt die natürlich leicht. Der Khan selber hat nicht so viel Truppen. Seine ganzen Clans müssen ihm im Krieg zu Hilfe kommen. Ah ja, eine vermutete Hexe wird genommen. Ich brauche ein bisschen Blut von mir. Gut, ich riskiere eine infizierte Wunde für meine neue Ärztin. Niemand, wieso habe ich überhaupt eine neue... Hatte ich eine neue gesucht?
Na gut. Nächste Truppe ist August. Okay. Die sind ein bisschen... Okay, in Wladimir gibt es Sabotage. Ich baue gerade nichts. Die Tochter mit Grippe, der geht es gerade nicht so gut. Stewardship, Intrige, das ist noch am ehesten. Ja, jetzt ein bisschen Etikette im Krankenbett. Dieser Bürgermeister hatten wir ihn nicht schon mal? Ich schicke die halbe Armee nach vorne. Tochter Massava ist gut mit Worten. Die haben wir auf Diplomatie gesetzt. Ja, dann sollen wir das auch hervorheben, die Fähigkeit. Ah, wir opfern hier. Wir fangen an Uko. Oh, ich kann hier immerhin aufsteigen, auch in der Loge. Oh, möchte ich einen Plot um Wladimir unterstützen? Ja. Wir greifen da die mongolische Armee an und ziehen hier nach. Durchhalten. Ja, diesmal haben wir es. Oh, wir haben einen chinesischen Prinzen gefangen genommen. Der kämpft auch fürs Mongolenreich. Das ist ja ein perfektes Opfer für Uko. Judah dagegen ist imbecil, ja. Tut uns leid, Uko, wir können ja auch nicht immer uns frei aussuchen, was wir dir anbieten. Oh, das. Greifen mal ein bisschen verstreut hier an. Die Hälfte geht belagern, damit die nicht alle auf dem gleichen Feld stehen. Ich brauche einen Hofarzt für meinen Sohn. Okay. Oh, ich kann mich mit dem König von Tschernigow besser anfreunden beim Jagen. Ja, mit dem befreundet sein ist gut. Boah, die Armeen schmelzen so schnell zusammen. Gucken, ob ich das halten kann, wenn ich die zurückschicke. Oh, Wladimirscher Heiliger Krieg für den Darus gegen König Teutbert von Frankreich. Teubert. Ja, fränkisch ist er von der Kultur her. Das weiß ich nicht, ob es... Vielleicht ist Teutbert da sogar richtig. Irr. Einen Sohn bekommen, der attraktiv ist. Ach, die Verstärkung kommt hier viel zu spät.
Alles Taktik. Wir locken hier die große Armee in Gebiete, in denen sie erfrieren. Ach, jetzt ist Juli. Da halten sie es gut aus. Ach, mein Sohn vermisst sein Spielzeug. Wir greifen mir im Süden jetzt mal an. König von Wolga Bulgarien möchte... Ah ja. Eine Höflingin von uns. Vielleicht können wir sie mit dem Süden locken hier. Tatsache. Meine Konkubine Öschkamöschke ist an Krebs gestorben. Sehr schade. 4 Kinder haben wir von ihr. Hier muss ich jetzt gucken. Da kommt eine große entscheidende Schlacht. Ah, hier sind wir aufgehalten worden. Mein Sohn ist nicht so gut im Krieg geworden wie gehofft, mein Erbe. Ach. Wir opfern diesen Mongolen. Und noch einen. Ah, wir haben sie in die Flucht geschlagen. Es ging, da kamen die ganzen Opfer her. König von Venezia möchte meine Ärztin heiraten. Da muss ich wohl eine neue finden. Die haben ja auch gewonnen. Den Hemophant jetzt. Also. Ich komme immer besser mit dem Anblick vom Blut klar. Meine Tochter auch nicht so eine gute Diplomatin geworden, wie ich dachte. Oh je. Können wir sie wenigstens gut verheiraten? Häuptlinge, High Chiefs sind noch sehr jung. Wieso ist der weiter oben, der Häuptling von Livima? Ach so, wahrscheinlich wegen seiner Verwandtschaft. Ja gut. Nehmen wir den. Ja, der Vater ist Oberhäuptling von Murom. Deswegen steht er ein bisschen höher, hat halt jetzt schon einen Häuptlingstitel. Okay, hier läuft es besser. Jetzt haben wir den Vorskor auf plus 10%. Jetzt
kleine Truppe hier sehr erfolgreich. Der führte Tyrtyuk. Einfach nur ein Kommandant, 75 Jahre alt. Er macht das halt sehr geschickt mit seiner Erfahrung. Ich muss natürlich damit rechnen, dass die große Armee zurückkommt. Ah, hier gibt es immer einen Tempel zu belagern, okay. Ah, da ist sie. Oh, möchte ich meine Gefangenen noch weiter quälen? Miloš von Reineck wäre das Opfer. Aber grausam war ich, glaube ich, nicht. Doch, bin ich. Und gestresst, ja. Die Tochter wird eher bescheiden. Wir müssen Fokus für sie wählen. Ach so, ja, wir wollten sie auf Learning. Also sie hier eher die Bescheidenheit nehmen. Jetzt braucht der erfahrene General der Hilfe. Ach, da war zu langsam. Aber jetzt kommen wir mit einer ganz großen Armee. Nein. Klappt das etwa auch nicht? Ach, ich glaube, ich sollte früh Feier machen heute. Ich mache das gerade sehr ungeschickt. Okay, die haben sich hierhin zurückgezogen. Gucken, ob wir noch ein bisschen Verstärkung hinkriegen. Ja, schön, ich mache noch ein bisschen weiter hier gucken. Erstmal wieder vernünftig sammeln. Ja, ist auch unangenehmer zu kämpfen, als ich dachte, da im Permafrost. Das ist auch wieder so eine Reiterarmee. Ja, sehr viel Kavallerie, aber leichte Kavallerie. Ich weiß auch nicht, was die Spezialtruppen bei Mongolen sind. Könnte. Das sind wahrscheinlich Horse Archer. Derzeit weiß ich nicht, ob wir die schlagen können. Die holen sich auch schnell wieder. Ich glaube, ich sollte hier ein bisschen weiter zurückziehen. Immerhin steht das Supply Limit 15.000, da wird er ein paar verlieren.
Ja, er macht erstmal nur die Belagerung. Erledigt die Belagerung. Ups. Jetzt belagert auch, okay. Eine Ember-Steppe. Achso, wenn man erben, können wir mal gucken, dass wir ein Fahrrad kriegen. Kann ich mal hier eine Häuptlingin heiraten. Häuptling von Ulu, die hat wenigstens Land. Und so nicht aus der eigenen Dynastie. Dann machen wir auch einen Kämpfer draus. Überlege, Söldner anzuheuern. Was die an der Front sind, kosten die unheimlich viel Geld. Ich glaube, ich falle einfach zurück auf eigenes Gebiet, ein Stück weiter. Bis meine Armee wieder ein bisschen mehr Stärke erreicht hat. Ist denn da reingeraten? Die Armee von Attirau. Ja, das tut mir jetzt leid. Meine Vasallen leiden jetzt ein bisschen, wenn die auf unser Gebiet mitkommen. Vladimir hat eine Revolte am Hals. Gut. Ah, ja, jetzt fällt die Stärke hier. Ich weiß nicht, ob wir welche zurückgezogen haben. Ja, dann Teil hat sich abgespalten. Dann, das ist natürlich eine Chance. Oh je, noch ein Gefangenen. Kugurshin Mongoljin, die Frau von dem Khan des Bagojin-Clan. Ah, Mist, ein Bauernaufstand. Trotzdem blüht das Land. Gut, dann nehmen wir sie mal in die Zange. Schlacht von Attirau. Die Kampagne war leichte Opfer. Ich schwinge mein Schwert durch die Steppe, ist ein Vergnügen. Schau, der feindliche Kommandant Häuptling Yukunan versteckt sich. Möchte ich mit dem duellieren? Ja, der kann nicht viel. Natürlich will ich den persönlich nehmen. Oh Gott, was habe ich da? Das ist ein einbeiniger, einhändiger Typ, deprimiert, gestresst und schon schwer verletzt. König Varaka von Tschernigow, mein Freund, schubst mich vorbei mit seinem Morgenstern. Okay. Ich kann aus China, ist dagegen. Achso, der König von China stirbt, während wir unsere Schlacht führen. Was mag der altarische Kulturen und... Das sind wir, oder? Nee,
Ne, wir sind Finno-Ugrisch natürlich. Können einen Master-Ingenieur oder sonst mal einen Strategen anfangen? Naja, gerade nicht. Gut, hier wenigstens wieder ein Sieg. Ja, hat jetzt 12,75% Warscore gebracht, die gewonnene Schlacht. Ist noch eine kleine Verstärkung, die wir nachziehen können. Oh, ich muss einen Hofarzt finden. Ich kann gerade keinen suchen lassen. Hä? Ah, ein blinder Mystiker wurde gefunden, ja. Und schwer der Blinde. Gut, er soll sich drum kümmern. Ja, meine Schwester wurde den Göttern von vom Oberhäuptling von Pskov. Bist du wahnsinnig? Es wäre tyrannisch, ihn zu gefangen zu nehmen, aber. Ja. Ich finde, da sollte man persönliche Rache üben dürfen. Ich lade ihn mal zum Privatgespräch ein, aber irgendwie funktioniert das ja nicht richtig. Also, jedenfalls sehen wir da mal kein Ergebnis. Ah, hier ist eine feindliche Armee. Frage ist, kümmern wir uns da im Norden weiter drum, aber ich denke, ich werde erstmal hier mit Belagerungen wieder provozieren. Vielleicht können wir wieder. Ja, vielleicht können wir sie nochmal anlocken. Das sind gerade nur knapp 10.000. Ah, die Infektion ist endlich weg. Ach, wir greifen an. Ah, Levy Size plus 25%. Wir locken mehr Anhänger von Tito Miliki an. Meine Tochter ist stur geworden, die Priesterin werden sollte. Ja, stur nützt ja niemanden. Man soll selbst stolz sein. Die Schlacht von Sagmara. Ich bin eins mit dem Bär, finde ich mich singen, mit jedem Schwing mein Schwert ist. Für Uko rühre ich meine Waffe, schlägt ihm die Seele aus, der mir sich in den Weg stellt. Körper und Blut füllen die Steppe und ich rufe immer meinen Kampfschrei im in einem Fluss aus ausgelöschtem Leben. Ah, das Geräusch von Knochen, die vor mir zerbrechen, belebend. Ich verliere gestresst. Na gut, jetzt stelle ich mich wieder ein bisschen besser an mit Schlachten. Gut. Warscore langsam wieder in unsere Richtung.
Ah, ich muss hier oben die Belagerung durchbrechen. Das können wir als nächstes in Angriff nehmen. König von Venezia ist in schweren Verletzungen gestorben. Okay, wer hat den Titel jetzt? Ah ja, ein 13-Jähriger. Hat doch nichts an den Grenzen geändert. Okay, hier ist gerade die Hauptarmee. Kagan von Zokor schlägt eine Hochzeit vor. Eine Bastardtochter von mir, okay. Und die Tochter kann heiraten. Wieder ein Opfern. Wieso schaffe ich es immer, es im Winter zu machen? Oh, Supply Limit 2500, hier 5500. Jetzt wird's Frühling, jetzt geht's ja auch wieder langsam. Mit der Schlacht um Roslawl hat der Feind meinen Kommandanten König Malajakow II. Von Ruthenien eingekreist, der mutig sich gewehrt hat, bis er nach Berichten über seinen eigenen Speer gestolpert ist. Oh, verdammt. Sein Bruder hier hat jetzt... Okay, der hat's... Lysko der Zweite stattdessen. Ah, möchte ich mich anfreunden mit Gräfin Aschawa von Zilma. Ja, warum nicht? Die ist ja fähig. Nicht in meinem Reich. Oh, möchten wir unterstützen einen Plot, einen König von Lappland Titel, einen Anspruch auf den Königstitel von Lappland zu produzieren? Ja, es geht gegen den König von Wladimir. Oh, da kommt ein Angriff. Mein Sohn wurde in einem Duell von Koli Lartal Dana auf dem Schlachtfeld erschlagen. Nein! Der hier war's. Ach Gott, auch schwächlich gebaut. Wer ist denn mein neuer Erbe? Den habe ich auch auf Kampf ausgelegt. Achso, ich habe gerade gar keine Ambition, dann können wir wieder einen Erben großziehen. Melzaika wird immer mehr für seinen großen Mut berühmt. Ja, es ist gut für ihn.
Wieder eine gewonnene Schlacht. Gut, ein Beraterposten ist frei. Mein König von Rosenien, der wird nie einen normalen kriegen und wir müssen die Kommandantenposten wahrscheinlich auffüllen. Nee, aber was besser als den Neuner hier? Naja, ein Elfer, okay. Ich glaube, ich mache hier mal Pause. Ich mache auch zu viel Fehler. Das ist wieder so ein Wochentagabend nach der Arbeit. Ja, ja, immer Entschuldigung. Ich guck noch eben, was das hier für ein, wie vielversprechend dieser Aufstand ist. Von Pupa Devi geleitet. Oh, ein Unabhängigkeitskrieg. Ja, sollte ich eigentlich befürworten. Ich würde es nur spannend finden, ob die KI es schafft, hier Hindustan auszurufen. Sie hat knapp 47.000 Mann. Der Krieg ist recht unentschieden. Oh, und das Reich hat weniger. Das könnte also funktionieren. Also, schauen wir mal. Slavonia wird immer größer, habe ich das Gefühl. Muss ich aber gerade verteidigen gegen Angriffe. Oh, es gibt in Wales einen Aufstand. Gegen die Tyrannei aber nur. Und er hat gewonnen gerade. 100%. Mache ich noch ganz kurz wieder an. Lieber nicht. Da passiert zu viel. Da muss ich gerade verteidigen gegen den Heiligen Krieg um die Bretagne. Der Emir von Aquitanien greift ihn an. Okay, das ist verständlich. Also, das reicht für heute. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch. Ciao.